Und jetzt kommentieren Sie wieder all das, was Ihnen wichtig ist. Also legt los, Jungs. Hier sind Brandt und Buttermann. Es ist Sonntagmittag oder kurz vor Sonntagnachmittag. Und was sehe ich da? Wollte ich mal gucken, ob Boris Brandt schon in heller Vorfreude auf 18 Uhr ist, wenn wir uns nachher treffen. Und was sehe ich da? Bist du irgendwie auf Sylt, auf der Insel der Reichen und Schönen? Nein, ich bin weder reich noch schön noch auf Sylt, muss ich ehrlich sagen. Ich sitze im Strandkorb auf meiner Terrasse. Um mich rum toben vier Hunde und ich lese ein wichtiges Buch. Und insofern bereite ich mich schon vor auf heute Abend. Wie heißt denn das Buch? How to Handle Idiots. Ja, sehr schön. Okay. Ja, da bin ich hier beim Kapitel, was ist das denn? Auf jeden Fall auf Seite 93. Und da geht es um Psychopathen und über Narzissten. Und Nein. Da steht Psychopathie und ja. Psychopathie und Narzissmus sind Formen von Persönlichkeitsstörungen, die durch antisoziales Verhalten gekennzeichnet sind. Beide Typen können charismatisch intelligent erscheinen, was ihnen oft ermöglicht, hohe Positionen in Organisationen zu erreichen. Aber obwohl sie auf den ersten Blick ähnlich scheinen mögen, gibt es wesentliche Unterschiede zwischen Narzissten und Psychopathen. Nämlich, und jetzt kommt es, ein Psychopath zeigt sich oft empathielos, egozentrisch und überheblich. Oft fehlt ihm die Fähigkeit, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Sein Verhalten zielt einzig darauf ab, seine Umwelt zum eigenen Vorteil zu täuschen und zu manipulieren. In einigen Fällen können wir dazu neigen, solche Menschen im allgemeinen Sprachgebrauch einfach als Idioten zu bezeichnen. Ein Narzisst hingegen ist eine Person, die von einem zerbrechlichen Selbstwertgefühl geplagt wird, übertrieben auf jede Kritik reagiert, vom Drang nach Bewunderung angetrieben wird und eine überzogene Selbst- und Geltungssucht hat. Auch diese Verhaltensweisen können uns dazu verleiten, solche Menschen als Vollidioten zu etikettieren. So, ich denke, dass das als Vorbereitung schon mal so schlecht nicht ist. Darf ich erst mal sagen, wir haben eine kleine Hiobsbotschaft. Oh. Okay, Ray ist nicht da heute Abend dabei. Warum das denn? Der ist krank. Oh Also nein. Der hat mir eine Sprachnachricht geschickt, die ungefähr so klingt. Hallo Frank, mir geht's leider gar nicht gut. Ich bin erkrankt, bin heiser und verschnupft und grippal und ich bin nicht in der Lage, zu euch zu kommen. Wir können das ja vielleicht um eine Woche verschieben. Ja, können wir natürlich. Also und wünschen gute Besserung. Ja. Ich sag mal so, wir stellen den gelben Schein aus für heute, oder? Ja, wir wollen da nicht pingelig sein. Selbstverständlich, ich habe mit ihm das letzte Mal vorgestern telefoniert. Da war er schon, man muss jetzt sagen, Kay ist ja auch relativ viel unterwegs und wenn er jetzt mal ein paar Tage frei hat, dann kommt natürlich der ganze Dreck sozusagen, der dich sowieso belastet, der kommt dann alles raus. Deswegen kann man das verstehen. Er wird nächste Woche dabei sein und er wird dank meiner Influencer-Arbeit, wird er topfit vorbereitet sein. Und eventuell können wir jetzt sogar sagen, lieber Kai, dann musst du dir sogar noch Folge 2 von Prominent getrennt anschauen, die ja dann auch schon verfügbar ist. Genau so geht das, genau so. Ja. Ich habe übrigens, darf ich erzählen, also seitdem wir ja unseren Lieblings-YouTuber hier so ein bisschen besprechen am Rande, wir machen das ja gar nicht groß zum Thema, aber so hin und wieder kommen wir mal auf dieses Thema, dass mir Nachrichten geschrieben werden über verschiedene soziale Netzwerke, auch von Damen, die mit ihm Kontakt hatten und die mich gerne in so Geschichten einweihen wollen und auch durchaus sagen, ich würde da gerne mal ein Interview mit euch machen. Also das nimmt langsam Züge an und eines ist mir, ich prüfe, also das, was die mir erzählen, prüfe ich natürlich auch, weil ich möchte eines nicht, ich möchte nicht verleumden und ich möchte nicht Dinge in die Welt hinaus posaunen, wo man sagt, ja, kannst du das denn belegen? Und so weiter. Natürlich werde ich nur Dinge sagen, die ich auch belegen kann, aber ich kann mal so eine ganz kleine Kleinigkeit kann ich mal so raushauen. Bevor das losgeht, darf ich kurz was vorab sagen? Ja. Dieser Mensch aus dem Internet und aus dem Fernsehen, von dem du sprichst, der hat ja dich immer bezeichnet, also nicht nur uns beide als Beavis und Butthead, wo nicht klar war, wer ist, ehrlich gesagt. Das muss ich nochmal recherchieren, was er damit meint. Aber er hat ja auch zu dir gesagt, dass du dieser, warst Pseudo-Journalist oder wie hieß das? Ja, ich weiß gar nicht mehr so genau. Dieser Mann mit pseudo-journalistischem Hintergrund, so sagte er, glaube ich. Oder so. Jetzt, und es ist wirklich furchtbar, furchtbar, weil das wollten wir ja gar nicht. Jetzt hat er dich natürlich mit solchen Sätzen herausgefordert und plötzlich zeigt sich, dass du ein richtig guter Journalist bist, denn plötzlich hast du diese ganzen Kontakte, dir liegen plötzlich Mietverträge vor mit falschen Angaben. Es ist Was? Furchtbar.
Woher weißt du das? Was? Ja, mein Freund, ich weiß, aber ich bin auch Journalist. Aber nur ein Hilfsredakteur. Aber ich sag dir, das Schlimme ist das, wenn man dann dich so herausfordert, ne? Ich meine, ich hätte es vorher sagen können, aber ich habe es nicht gesagt. Das ist dann auch alles mein Fehler. Aber man soll nicht leichtfertig Menschen irgendwas sagen, was sie dann am Ende sein wollen. So wie du zum Beispiel Journalist. Das ist Ja. furchtbar. Es kommt alles raus. Jetzt kommen diese ganzen Zeugen auf den Plan. Oh Du Gott. bist auch noch so fair, dass du dann zuhörst und dann aber auch prüfst noch dazu. Ja. Es ist wirklich, es ist, man hat doch, man, was soll man Denn sagen? man muss ja sagen, das habt ihr ja in eurem Podcast, du und Kay Ray, den ich gerne nochmal empfehle. Neue Folge ist draußen, habe ich mir natürlich angehört und habe selten so gelacht wie gestern. Alleine schon wegen der vielen schmutzigen Witze, die da drin vorkommen. und mich wundert, dass dieses Video keine FSK 18-Einstufung von YouTube bekommen hat. Was ja gerne mal passiert, wenn wir mal ein bisschen ins Eingemachte gehen. Und ich darf sagen, für alle Freunde des eingemachten Humors, es geht zur Sache. In der neuen Folge Schönes Wochenende. Aber weißt du was? Es ist komischerweise, ist es die erfolgreichste aller Folgen bis jetzt. Noch nie haben so viele Menschen so schnell darauf zugegriffen. Und das kann doch nicht sein, dass die Welt nach schmutzigen Witzen verlangt. Ah. Oder nach Insider-Informationen, so wie wir sie einfach gerne als gute Journalisten recherchieren. Ich weiß gar nicht, was du davon meintest mit irgendwelchen Mietverträgen und so weiter. Da kann ich mich gar nicht zu äußern. Zumindest solange sie mir nicht vorgelegt werden. Aber da sollte eventuell etwas kommen. Aber nee, das Ding ist doch, wir wussten immer nicht genau, wie wir ihn nennen sollten, weil wir dachten, heißt er so, heißt er so. Ja, Und ja, du ja. kannst dich vielleicht erinnern, er hat in einem seiner Live-Videos hat er ja uns mehr oder weniger mal ein bisschen, wie sagt man so neudeutsch, gedisst, weil wir unseren PayPal-Link oder mein PayPal-Link in die Beschreibung einfügen mit dem Zusatz, wenn da draußen jemand ist, der uns gerne unterstützen möchte, darf er das gerne tun, indem er diesen PayPal-Link nutzt. Rein freiwillig Ja, natürlich. Und da hat er doch ja. gesagt, das ist eine ganz fiese Bettelei. Ja. Würde er nie tun. Peinlich. Würde er nie Peinlich. tun. Und ein, zwei Tage später hat er ja selber laut drüber nachgedacht, ob er sowas auch, ob das nicht praktisch wäre, aber er kennt sich mit PayPal gar nicht aus und so weiter. Ja. Und dann ist mir so die Information ja zugetragen worden, dass dieser YouTuber doch seit langer Zeit schon ein PayPal-Konto hat. Und da ich ja Ja, auch es ein ist. PayPal-Konto besitze, hab ich Ja. ihn mal gesucht und ihn auch gefunden. Und da ist mir aufgefallen, dass der heißt Michael. Der heißt gar nicht Mike. Also zumindest steht bei PayPal, dass er Michael heißt. Aha. Also Du ich bist weiß ja, nicht, das ist ist jetzt ja Mike? furchtbar. Du bist ja ein richtig gefährlicher, so ein richtig bohrender Terrier-Journalist. Das ist ja furchtbar. Der heißt Michael. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, du kennst dich da besser aus. Du bist ja der Erfahrenere im Leben von uns. Ist Mike eine Art Rufname von Michael? Weil Mike Krüger heißt der nicht auch Michael Krüger? Nee, wie ist das? Es ist so komplex und es ist natürlich abhängig davon, was man auch darstellen will. Willst du gerne ein Michael sein oder willst du gerne ein Mike sein? Das ist ja ein Riesenunterschied. Und es gibt dann noch die Leute, die sich Mieke nennen oder Michael oder so. Es gibt ja ganz viele und das ist ganz feinfühlig alles. Und wenn man da journalistisch tiefer einsteigt, ist das wirklich eine ganz, ganz, ganz umfangreiche und interessante Betrachtung. Der Mike ist praktisch der, also Mike ist so ein schnelllebiger Typ, weißt du? Das ist der reinkommt und wieder verschwindet. Das ist der Mike. So, der Michael ist jemand, der intellektuell richtig gebildet ist, der studiert hat und diese ganzen Geschichten. Das ist der Michael, der solide Michael, der Geschäftsführer Michael und sowas alles. Und dann gibt es eben sowas wie den Michael, der macht entweder Hihi und fasst sich einen Schritt und ist einer der geilsten Künstler, den es jemals auf der Welt gegeben hat, oder auch nicht. Es gibt auch Michaels zum Beispiel, die sich im Schrank mit dem Gürtel erhängen, während sich einen runterholen. Es gibt ganz verrückte Michaels. Also Oh. die Michael-Beschichtung ist groß und umfangreich. Aber muss da mal tiefer einsteigen, warum jemand der Mike. Mike ist auch der Baggerfahrer übrigens oder so ein Truckfahrer, der ist meistens auch ein Mike. Hey Mike. Okay. Oder Ja. ist es einfach so, sind wir im Bereich des Künstlernamens? Weil er ist eine Person des öffentlichen Lebens, also Reality-Star, kann das einfach auch ein Künstlername sein? So Ja. wie du ja zum Beispiel der Bumsfidele Boris bist, als Ja. Alliteration. Nee, entschuldigen bitte. Ich habe dazugelernt und ich muss das sagen, ich habe das der Yvonne auch übrigens geschrieben. Ja. Ich bewundere, ich habe mir alle ihre Videos angeguckt, also nicht alle, sondern jetzt die letzten 20, 30 sozusagen, ja. Du hast aber Zeit.
Ja, nee, ich muss das machen, weil ich interessiere mich ja für Medien und ich bin selber, Journalist, ich fühle ja. mich, ich fühl mich wie ein Vollidiot, ja, dass ich das alles gar nicht so richtig kannte und nicht beobachtet habe, weil, und das muss man sagen, bei Yvonne speziell, das ist handwerklich tipptopp gemacht. Also wirklich, da können sich viele Fernsehleute mal ein Beispiel dran nehmen, wie gut man schneiden, moderieren kann, wie man es mit den Einblendungen gut machen kann und so. Das ist cool, das ist wirklich gut gemachter Entertainment-Content. Und das lerne ich ja alles. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch, ich bin jetzt gar nicht mehr der Bumsfidele Boris oder so, sondern ich bin jetzt, wie hatte ich nochmal genannt? Der Non-Toxic Reality Dude. Und zwar nicht Dude, sondern Dude. Bin ich direkt korrigiert worden von einem wichtigen Kollegen aus der Journalistenbranche. Und also das bin ich jetzt. Das bin ich. Ich bin ja einfach jetzt, das ist a new life. It feels great, man. It's like a new life, man. It's Und ich möchte gerne unbelievable. zur Verfügung stehen für alle diese Menschen, die über Reality reden. Möchte ich der non-toxic, weil ich bin nicht toxic, ich bin nur einfach lustig ein bisschen, möchte ich sein, der non-toxic Reality Dude. Ladet mich ein, Freunde. Ich stehe bereit, ich gebe mein Fachwissen raus, ich gebe Internas raus. Und übrigens, Internas, ne? Ach, das ist auch so wieder so eine Geschichte. Dann schreiben einem ja, wenn man sowas macht wie wir, dann schreiben einem, du kennst das da mit den Mietverträgen und die ganze Scheiße, dann schreiben einem ja so viele Leute, die irgendwas wissen und irgendwas sagen, man mag das gar nicht sagen, irgendwelche Menschen, die behaupten, es würden da, also ich habe das auch schon mal von Popstars gehört, aber dass irgendwann, wenn man ein Mike ist und ist richtig bekannt und Michael. prominent, dann fängt man auch an, Michael, Entschuldigung, dann fängt man auch an zu konsumieren. Was? Smarties. Hubba Bubba. Wenn man sagt, der konsumiert, ja, dann ist damit was anderes gemeint manchmal. Oh, Was habe ich nee, da an aber der Nase? jetzt, Was oh, habe ich das ist da? aber dünnes, ist das dünnes Eis jetzt? Na, Eis nicht. Nee, das ist Eis nicht. Eis ist das, was die schlimmen Leute in Amerika zu sich nehmen. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Aber Ja. tatsächlich ist da ja, da haben ja Menschen geschrieben und so und sprachen von konsumieren. Sind Ich das weiß gar nicht, was das heißt. Weißt du das vertrauenswürdige denn? Menschen? Oder sind das Also. welche, die auf diesen Social-Media-Zug einfach nur aufspringen wollen? Ja, das sind wahrscheinlich alles Menschen. Das glaube ich schon. Das sind alles Menschen, ja. Wie die anderen Menschen auch. Und apropos, wir haben wie immer eigentlich, sprechen wir uns eigentlich ja nie vorher ab über den Käse, über den wir so reden, wenn wir miteinander Nee. reden. Wo du aber so übers Konsumieren sprichst, ist mir auch was zugetragen worden. Und zwar, also so ganz allgemein, ich bin ja nie drin gewesen im Thema. Ich habe in meinem Leben nie irgendwas anderes konsumiert, außer hier Latte Macchiato zum Beispiel oder so, oder Lapskaus oder Grünkohl. Das ist so mein Konservieren sei schon, konsumieren. Und ich habe aber gehört, und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, weil du dich ja durchaus schon mal geoutet hast, in einem der früheren Jahrzehnten durchaus mal deine Erfahrung gemacht zu haben, hat man mir die Information heute erst zugesteckt, nach dem Konsumieren, dass man durchaus Probleme mit dem Nasenfluss hat, also sich öfters mal die Nase putzen muss. Und da durchaus auch kein nicht unbedingt ein Gefühl dafür hat, dass einem die Nase läuft und so weiter. Und jetzt kommt's. Ich habe gehört, auch das, ich kann nur sagen, ich habe gehört, dass in Streams von YouTubern in den vergangenen Tagen und Wochen immer mal wieder vermehrt auch die Nase geputzt wurde. Ob das in irgendeiner Form in irgendeinem Zusammenhang steht, das weiß ich nicht. Jetzt kannst du mir ja mal sagen, ob du irgendwelche Nasenputzgeschichten auf Lager hast. Also es gibt da diesen berühmten RTL-Moderator, ja, der Peter mal ein Klöppel. Format. Geil. Nein. Diesen berühmten Moderator, der auch schon in den 80er Jahren tätig war und nicht Peter Klöppel ist, der im Bereich Entertainment tätig ist, den ich mal von der Toilette kommend darauf hingewiesen habe, dass er ganz viele Krümel rund um den Nasenrand hat und dass er die lieber wegmacht. Daraufhin war der komplett empört und hat mich beschimpft, ja, weil so Unverschämtheit, wie ich sowas sagen könnte. Ich sage, Alter. Guck dir deine Nase an, dann brauchen wir nicht weitersprechen. So, insofern, ich kenne mich da tatsächlich ein bisschen aus. Ich kann nicht bestätigen, dass man unbedingt nach dem Konsum, also das heißt nach dem Konsum will man ja meistens nur einfach mehr haben. Aber wenn die Tüte dann alle ist, ja, irgendwann und man ist dann sozusagen runter, richtig runter, dann kann es schon sein, dass diese ausgetrocknete, durch die Säure angegriffene Nase, dass die ein bisschen mehr läuft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es kein Zeichen, weil es gibt ja auch die bekannte Influenza, die Influenza manchmal haben. Und deswegen ist das nicht so richtig ein Zeichen. Okay. Ich müsste mir das mal angucken, weil es hat ganz viel zu tun mit wie jemand spricht. Also wenn es im Mund ein bisschen trocken wird, oder so,
wenn er so, wenn dieses Ding da ist, dann ist er drauf sozusagen. Das kann man relativ gut sehen. Und dann ist auch eine Frage der Formulierung, weil es gibt viele Menschen, die anders formulieren under the influence, als wenn sie nicht under the influence sind. Das muss man sich einfach mal angucken. Aber es ist ja tatsächlich, muss man ehrlich sagen, es ist ja kein Thema. Für uns überhaupt kein Thema, ist uns völlig egal. Jeder kann ja konsumieren. Also ich weiß ja auch gar nicht was. Es ist ja nur, ich will ja nur eins sagen, dass diese schlimme, die schlimme Geschichte ist, dass man plötzlich in so einer Sache drin ist und Informationen kriegt, die man gar nicht wissen will. Ich will auch nichts über Penisgrößen wissen, Penisdurchmesser. Ich will nichts wissen darüber, ob jemand im Bett dominant ist und dann nicht wieder runterkommt von der dominanten Schiene. Aber das ist alles furchtbar. Boris, wo du das so erwähnst, auch da ist mir zu Ohren gekommen, ich habe das übrigens thematisiert bei Schönes Wochenende, ohne zu wissen, dass das Thema doch aktueller ist, als du glaubst. Auch mir ist zu Ohren gekommen, dass es YouTuber gibt, die Frauen ungewollt diese Dickpics schicken. Nein, es gibt... Und da macht man das, pass auf, da macht man das folgendermaßen. Ja. Es gibt ja das... Ich kannte mich auch gar nicht so aus, weil wenn ich WhatsApp benutze und ein Foto verschicke, dann weiß ich, geschickt ist geschickt und der andere hat das und kann es gegen mich verwenden. Aber es gibt ja diese Funktion des Einmal-Anguckens. Also du kannst Videos und Fotos verschicken und der andere kann sie sich nur einmal angucken und danach sind sie wie gelöscht. Und ich hörte zumindest, dass es YouTuber gibt, die verschicken diese Dickpics an Frauen ungefragt, auch ohne zu fragen, darf ich das, willst du das, macht dich das geil, sondern die verschicken diese Fotos und Videos. Ja. Und man kann sich die aber nur einmal ansehen, weil danach sind sie gelöscht. Das heißt, selbst wenn du behauptest, oh, man hat mir diese geschickt, ist es schwer mit dem Beweisen. Aber dann habe ich sowas gehört wie, wenn du jemand bist, der dem Tätowierungen nicht abgeneigt ist und wenn du an gewissen Stellen tätowiert bist, sagen wir mal so, ist die Identifikation des Fotos, des Geschlechtsteils, sagen wir mal, relativ einfach, weil du eindeutige Tätowierungen hast. Ja. Das stimmt. Also wenn man zum Beispiel auf seinen Penis drauf tätowieren lässt, guck mal, Schatz, wie lang der ist, ja, sagen wir jetzt als Beispiel nur, also 20 Zentimeter, dann passt das da ungefähr ja drauf, dann ist das natürlich ein Indiz. Dass, wenn jemand das weiß, dann ist immer die Frage, woher weiß er das? Das ist das eine. Das zweite ist, jetzt sag ich dir was, da gibt es ja Leute, die machen dann Screenshots, was ich total unappetitlich finde, weil dann schickt dir jemand ein, was man für einmal nur angucken darf, Dickpick, ja, und dann macht er einen Screenshot. Und dann guckt er sich das vielleicht 14 Mal an oder so. Das ist doch eine Sauerei. Das ist das doch Ding total ist, unfair. Genau, und das Ding ist, ich hörte sogar, es gibt Menschen, die haben ein zweites Handy, damit sie nämlich von ihrem ersten Handy mit diesem Einmal-Videos und Fotos direkt auch die abfotografieren und abfilmen können. Also, ja, das meine ich, das Screenshots. Ja. Genau, das ist ganz. Aber das sind alles Sachen, ganz ehrlich, ich bin so froh, dass wir über so eine Scheiße nicht reden müssen, dass wir damit nichts zu tun haben und dass wir keine, dass weder du ein Journalist bist, noch ich überhaupt irgendwas bin. Da bin ich wirklich froh, weil das ist so unerwartet. Das Schlimme ist das, was ich auch ganz schlimm finde, ne? Man diskutiert über eine Sache, man hat ganz am Rande eine Kleinigkeit, die wird plötzlich so groß und dann eine Kleinigkeit. Auf einmal. Eine Kleinigkeit. Ja, eine Kleinigkeit. Und dann auf einmal, ja, wie mit einer Peitsche geschwungen. In so einem dominanten Rausch, ja, wird man zugeschissen mit Informationen, die man gar nicht haben will, alle. Und vor allen Dingen, es ist ja für uns gar nicht sinnvoll, weil wir wollen uns ja gar nicht damit, ich verstehe es nicht. Nee, und stell dir mal vor, Boris, stell dir mal vor, ich meine, wer kommt denn auf die Idee und lässt sich über seinem komischen Ding da, lässt sich da einen Drachen zum Beispiel tätowieren? Stell dir das mal vor, das ist ja irre. Das würde ich nicht machen. Nein, also wie gesagt, das würde ich nicht machen. Ich würde sowieso, eventuell ich würde macht sowieso, das der Drachenlord oder so, das weiß ich nicht. Ja, aber, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht tätowiert, das muss ich jetzt zugeben. Und es hat auch damals so, dass ich einfach Schiss davor habe. Ich will mich nicht tätowieren lassen, ich will mir keine Farbe in den Körper reinpumpen lassen. Ich bin vielleicht ein Vollpfosten, aber egal. Es wird die Zeit kommen, wo jeder Beerdigte tätowiert ist. Ich bin noch in der Generation, wird beerdigt und tätowiert. Kommen noch aus der Generation, dass, wenn du tätowiert warst, warst du entweder ein Seemann oder im Knast. Also. Ja, beziehungsweise mal, also auch als Rocker konntest du das gerne mal machen, aber alles das, ich war nie so weit, dass ich mich da unbedingt, aber egal. Wir würden das mal meiner Feigheit zuordnen. Ja. Wenn ich zu einem Tätowierer gehen würde und sagen, guck mal, da unten ist mein Ding und mach da mal irgendwas Geiles hin oder so, ne? Da, also ich würde ja nur hinschreiben, da staunst du was oder irgendwie so was, was einen humoristischen Aspekt hat. Aber ich lasse es einfach. Oh, herrlich. Ich würde mal sagen, wir haben schon die perfekten Themenvorlagen für heute 18 Uhr.
Ja. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja trotzdem noch einen Gast, der sich findet, der mit uns mit in den Talk kommt. Ja. Ich habe zumindest schon gehört, da gäbe es durchaus Interesse. Ich check das einfach mal. Werde das aber jetzt mal hier nicht ankündigen, weil man weiß am Ende ja nicht, ob es dazu kommt oder nicht. Ansonsten Ah haben wir ja. auch zu zweit Spaß. Also. Am Ende setze ich mich nachher richtig hin. Ich werde auch, das habe ich mir heute extra, letztes Mal hatte ich ja eine lustige Kopfbedeckung dabei. Ich weiß nicht, ich habe was probiert. Ich glaube, es hier sieht. Guck mal, ich habe mich mal probiert, hier nur gerade abzurasieren, also das alles wegzumachen hier und wollte dann das wachsen lassen, aber das geht bei mir nicht. Ich habe das gesehen bei diesem YouTuber, der hat ja hier unten sozusagen so wie so eine verrutschte Maske oder so, ist das ja hier unten alles schwarz vom Bart, aber dann hier so gerade geschnitten. Das geht bei mir gar nicht. Ich habe das probiert. Ich bin ganz voll des Neides, dass das bei mir nicht, dass ich nicht so ein bisschen gefährlich auch aussehen kann. Ich sehe einfach immer aus wie ein Vollpfosten. Das ist total ärgerlich. Was Aber dir, glaube ich, ich werde mir das vernünftig, ich werde eine gute Kopfbedeckung mitbringen. ja, und was dir, glaube ich, ich hätte so Bock, wenn du dir mal so ein Horst-Lichter-Bart wachsen lässt oder so. Ja, Da kannst du aber ich mal bin so, nicht so oder der Lenzen, lustige. so ein bisschen zwirbeln Ja, nebenbei ich bin oder nicht so eine, bin nicht so eine lustige Type leider. Das ist wirklich ein bisschen mein Problem tatsächlich. Mir ist, also wenn ich Hormone nehmen dürfte gegen Bart, würde ich sie wahrscheinlich nehmen. Bei mir ist der Bart scheißegal. Also ist mir wirklich scheiße, es nervt mich eigentlich. Recht So. hast du, recht hast du. Hast du für heute Abend noch ein schönes Thema, was du hier nochmal anteasern kannst, was wir unbedingt besprechen müssen? Nee, eigentlich nicht. Also wir haben Nö. die aktuellen Ereignisse der Woche. Wir können Ja. gerne noch mal in die Community, also wenn wir das Thema Dickpics jetzt, wenn wir es reingequält kriegen, dann können wir noch mal fragen, weil ich tatsächlich, das war auch der Grund, warum wir es bei uns besprochen haben. Ich verstehe das nicht. Ich habe eine Kollegin Generation Z und habe sie gefragt, und es ist da völlig normal, dass Menschen, also Männer, Bilder von ihren Penissen verschicken, weil sie anscheinend da an sich runtergucken, sonst kein Abitur und sonst nichts haben vorzuweisen, aber sagen, aber weißt du was, ich habe einen richtig tollen, guck mal, wie schön der ist, der Penis. Und was ich nicht wusste ist, also die glauben das ja tatsächlich, dass das Frauen attraktiv finden, was ich nicht Na, wusste und pass jetzt auf, weiß ich ich es, habe ja, weil ich ja, gefragt habe. nein, stopp, ich habe ja euren Podcast gestern gehört und ich wollte Ja. eigentlich, es gab Momente, da wollte ich reinspringen in die Diskussion und Ja. meine 5 Cent in die Waage reinschmeißen und Ja. vielleicht sollte ich auch warten, bis ich das heute Abend im Live erzähle, aber ich sage dir mal so, ich habe da auch meine Erfahrungen mit und ich bin ja sozusagen eine, also wie soll man sagen, ich bin eine Generation vor dir etwa, so circa, also Ja. du könntest knapp mein Papa sein. Wenn du mit 16, 17 losgelegt hättest, aber ich hörte, eventuell Hab warst du ich. da schon aktiv, ich weiß nicht. Und auch wenn das schon einige Jahre her ist, ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht. Und auch ich darf Kay die Hand reichen, auch ich habe sowas schon versendet. Allerdings nicht Interessant. ungefragt, allerdings nicht ungefragt. Aber und es kam sogar etwas zurück, wie, weil auch das habt ihr besprochen. Ja, ich habe das Pendant auch zurückgeschickt bekommen. Also es gibt auch Frauen, die, wie ihr es genannt habt, die Mu zurückschickt. Also Mu-Bilder. Ja, das sind ja diese Dickpics und Mupics, genau. So, und Genau. also da seid ihr vielleicht gar nicht so deep genug im Thema drin und sagt mal, ja, wer will denn das? Wer macht? Und ha du hast natürlich durch eure Praktikantin auch nur eine Meinung. Ja, Entschuldigung, also ich bin kein Journalist. Das ist auch, das, na, ich möchte ganz deutlich machen, ich bin nicht der, du bist der sogenannte Nein, alles gut. Pseudo-Journalist. Aber das muss ich sagen. Tatsächlich habe ich nicht in der breiten Menge, ich möchte nicht auf der Straße rumgehen und möchte junge Mädchen fragen, was sie denn von Dickpics halten. Wäre nicht mein Beruf, Wobei muss das ich eine sagen. tolle Straßenumfrage für Hamburg 1 gewesen wäre, für die Morning Show. Aber nein, und da muss ich sagen, und da habe ich natürlich auch ein bisschen Sorge. Klar, sind diese Sachen schon irgendwie 10 Jahre her. Aber stell dir mal vor, es gibt Frauen oder ja, mit denen ich damals Kontakt hatte, die sich diese Fotos gespeichert haben und merken jetzt, ich bin dabei, ein YouTube-Star zu werden und Ja. verwenden die jetzt gegen mich. Ich bekomme Ja. irgendwelche Nachrichten und sie erpressen mich damit, dass sie meine Penisfotos veröffentlichen könnten. Wobei ich natürlich sagen muss, mein Gott, ich möchte nicht den Neid der anderen Männer hervorrufen, mache es zur Not, aber das ist alles schwierig. Weißt du, was ich mir wünsche? Pass Ja. auf, es geht ja immer da auch darum, in der heutigen Zeit mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu erreichen. Ich wünsche mir eigentlich, dass jemand mich erpresst mit Dickpics, weil ich weiß genau, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinen Dickpic verschickt. Ich habe auch nicht, auch wichtig, keine privaten Pornofilme gedreht, wo man vielleicht ein Dickpic draus herauskopieren könnte oder so. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich bin völlig ein totaler Spießer, was das angeht. Und so, deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass jemand sagt, er veröffentlicht über mich irgendwas und dann müsste ich sozusagen blank ziehen, um zu beweisen, dass das nicht mein Dick ist. Das fände ich mal eine ganz feine Aktion. Das könnte man dann live machen, zum Beispiel live um Mitternacht, ja. Boris holt die Nudel raus.
Das wäre ein Riesenevent. Also toll, da muss ich nichts tun, muss nichts für leisten und ist auch noch spannend. Toll. Oh. Entertainment. Das, so geht Entertainment. Aber wir wollten ja wir wollten uns ja immer Gedanken machen, ob wir sowas wie Night Talk Domian-mäßig ja mal etablieren. Vielleicht auch, wenn du denn deinen YouTube-Kanal eröffnet hast. Das wird immer mal wieder so ein Night Talk oder so. Weil das kam echt erstaunlicherweise sehr gut an. Das Ganze habe ich ja eine Stunde später dann als Live-Premiere auf YouTube. Und da waren 150, 200 Leute waren im Chat nachts um eins. Es war nicht angekündigt, wohlgemerkt. Nachts um eins waren 200 Leute dabei, die mit uns sozusagen in den Schlaf sich gemummelt haben. Stell dir mal vor, wir würden das ankündigen und die Leute wissen das und wir wären hier der neue Night Talk. Ja, und also, vor allem ist es ja so, wir wissen ja, dass zum Beispiel jetzt nach dem Sex, ne, die Frauen schlafen gerne ein, Männer sind noch wach. Das heißt, wir könnten da also auch tatsächlich sagen, pass auf, wir können erst den Sex haben und danach sind wir noch mal kurz da für die Ruhephase praktisch. Jetzt muss ich gerade wirklich darüber nachdenken, ob du einfach, was ich heute gerne, ich bin derjenige, der zuerst einschläft bei meiner Frau und mir. Echt? Meine Frau, ja, ich bin nach meinem Orgasmus, bin ich so platt, dass ich 5 Minuten später, ich schlafe wie ein Stein. Sie liegt da, sagt, na super, weil sie sagt, ich bin davor müde, dann nerve ich sie so lange, bis es Sex gibt. Und dann ist sie wach danach. Also dann ist sie so richtig fit. Bei uns ist das genau andersrum. Liegt sie wach im Bett, Handy in der Hand, liest noch was und sagt, ich kann nicht schlafen, während ich schon neben ihr schnarchend liege in den schönsten Träumen. Und sie sagt, nochmal Sex, morgen um die Zeit gibt's nicht, weil ich liege ja dann noch 2 Stunden wach danach. Also, sorry. Aber ganz ehrlich, die Natur, guck mal, die Natur hat das doch so gebaut, der Mann befruchtet und dann muss die befruchtete Frau schön gemütlich einschlafen, damit das alles richtig anschlägt. Und der Mann kann wieder jagen gehen, oder? Vielleicht habe ich mehr Frauenanteile in mir, als mir bewusst ist. Ich weiß das nicht. Aber ich du weiß weißt auch nicht. Ja, bei mir ist auf jeden Fall so, ich wäre danach noch fit, ich könnte danach noch bei uns zuhören, bei Baum dem pflanzen sozusagen oder so. After-Sex-Podcast. Ja, du kannst noch einen Baum pflanzen oder was auch Ja, immer. alles. Genau. Du, kann ich dir sagen, dass wir uns eigentlich nur 5 Minuten mal eben hinsetzen wollten, um Teasing heute Abend zu machen? Da ist jetzt eine halbe Stunde geworden. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Tag, bis später. Wir gehen noch gleich ein bisschen essen. Was gibt's Feines? Wo gehst du hin? Wir gehen, weil meine Frau hatte hatte keine Zeit und hat, deswegen haben wir heute gesagt, wir gehen heute essen. Und zwar, ich denke, wir gehen zum Türken, weil das ist immer so eine Verlegenheitsgeschichte. Aber der ist total fair, total lecker und total günstig und ist bei uns in der Nähe. Und man kann gut parken. Also diese Kombination ist relativ unschlagbar. Und deswegen werden wir das machen. Pizzadienst bestellen sind wir nicht so. Okay. Ist nicht so unser Ding. Okay. Und dann gibt's den klassischen Döner, Kebab-Teller dann für Nein, dich? nein, Oder nein, was nein, nein. gibt's? Bei mir gibt es immer dieses schönen Hackfleischspieß in dem dünnen Brot gerollt mit viel Joghurt dazu Ja, und so ja, ja, ja. Salat und scharfe Soßen und so. Oh, wie heißt Herrlich. das noch? Ach, Eine Köfte ist das nicht. Was ist denn das? nee, das heißt so Bagdala Joghurtu oder irgendwie so ähnlich. In Hamburg mag das so heißen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann lass es dir schmecken und für alle, die dich vielleicht unterwegs nach einem Autogramm fragen wollen, in der Nähe irgendwie alle Dönerläden mal abklappern, vielleicht sitzt Boris da mit seiner Frau gemütlich, dann fragt doch mal gerne nach, ob ihr Dickpics bekommen könnt oder irgendwas und wir sehen uns dann um 18 Uhr live hier bei YouTube und schreibt gerne hier unter das Video schon mal, welche Themen wir besprechen sollen, was eure Themen der Woche sind. Und dann sehen wir uns einfach im Live-Chat um 18 Uhr, vielleicht mit Gast, vielleicht ohne. Wir haben auch ansonsten Spaß mit uns selber, da haben wir auch kein Problem mit. Und wünsche euch einen schönen Nachmittag, macht euch einen schönen Kaffee, einen Tastei, wie wir in Ostfriesland gerne sagen, schönen Tastei. Und macht's gut. Bis dann. Wir sprechen. Boris. Ciao. Bis Tschüss. nachher. Tschüssi. Ah, so.